Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Origins. Auf geht's. So, wir schauen uns mal hier unten das Gebiet an. Wow. Ja. Du sollst einfach nur geradeaus laufen. Vom Pferdchen. So. Oh, you're still playing the game too. And which level are you now? Or do you... Have you played it? Or is it your first time playing it? Because for me it's the first time. Wir haben bloß gerade jemanden im Stream, der Englisch spricht. Deswegen habe ich kurz mal auf Englisch geantwortet. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Okay, also wir gucken mal. Ja, also wir wollen erstmal hier rüber, ne? Und schauen uns dann diesen Rest an und dann gucken wir, dass wir heute vielleicht mal noch ein, zwei Hauptquests durchziehen oder sowas. Oh, you're level 29. Okay, then you have a lot to come for you as well in the future. Because now I'm level 44 and yeah. Wow, if you do all the side quests and all the little things in the world and all the question marks, then you have a lot to go. For me as well, there are many places where I have not been yet. So, genau, also wir haben ja noch einiges vor uns, habe ich ihm jetzt bloß mal kurz gesagt. Und vor allem, wenn er jetzt die ganzen Side Quests noch mitmacht. Die chillen hier so. Das ist ja cool. Gut, dann hüpfen wir mal da hoch. I think so too. It's a pretty nice game, but some will tell you it's not one of the best games of Assassin's Creed. But yeah, I didn't play any other Assassin's Creed, so I don't really know. Ein bisschen umkreisen wir das Ganze. Ja. So, Moment. Da holen wir mal hier. Zähl noch als im Kampf? Nicht mehr. Burn, baby, burn. Yes. Sehr schön. Okay. also völlig bugfrei. Oh.
Gitter noch. Schade. Was? Im Übrigen, die Reaktionszeit einer Katze ist schneller als die einer Schlange. Uha. Was du wieder alles weißt, Holger, wo kriegst denn du die ganzen Infos her? Was ziehst du dir rein? Also an Dokumentation. Meine ich jetzt. Das klingt falsch, wenn man das einfach so sagt. Was ziehst du da rein? Lesen bildet. Was? Was ist Lesen? Das sieht gerade. Das sieht schon gerade echt cool aus. Haben wir jetzt mehr auf der Karte? Uiuiui. So eine ganze Menge zu erkunden hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Mach doch ein Thumbnail draus. Ja. Ja, warte. Es ist hier immer so aufwendig, ein Thumbnail draus zu machen. Wie verspielt Senu ist. Aber auch aufmerksam. Ah, das sieht so cool aus. Okay. So, okay, wohin als nächstes? Ja, dann lass uns mal hier so runtergehen. Nein, Fotomodus gibt's nicht. what? I'm good. There are other people that will tell you otherwise. But I try. I do it mainly for fun, and having fun is the most important thing in playing games. And so, okay. Ach, da unten. Okay. Ah, also es kommt auf den Spielspaß drauf an. Also klar, im Competitive Gaming ist das natürlich nochmal was anderes. Hä? Ah. Ich glaube, hier unten irgendwo geht's dann rein, ne? Nein, second try. Yeah, exactly. Having fun and just playing the game as you like it, as you want it. That's the most important thing. Tempel des Todes. Ja, in den Tod gesprungen. So.
Wunderhübsch. Geht's rein. Gut zu wissen. Aber hier ist auch schön. Herr Heru? Herr Heru? Geht's noch runter? Darf ich hier sein? Oder macht ihr mich jetzt gleich... Diese Zone ist tabu. Alles klar. Da bist du ja! Alarm! Angriff! Hey! Hier gibt's ein Loch! Das waren sie. Belobigung vom Nomarchen des Fayum. Ich möchte allen im Tempel von Hemopolis dafür danken, dass sie die griechisch-ägyptische Gottheit Hermes Trismegistos akzeptiert haben. Die Vereinigung griechischer und ägyptischer Götter steht für eine neue Kultur und ist besser als der alte ägyptische Glaube an Tod. Der Tempel wird großzügig entschädigt werden. Ein neues Zeitalter, ein neues Fayum. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Also griechische Kultur für alle. Der Nomarch. Oh boy. Okay. So, jetzt machen wir das. Aha. Da drüben geht's lang. Nicht hier noch irgendwas? Ah! Eine Katze! Eine einbalsamierte Katze. Oder eine mumifizierte Katze. Hübsch. Sieht aus wie ein Shawarma. Oh, bei Shawarma kommt mir gleich... was war denn das für ein Film? War das... Shawarma King. Gab es da mal in irgendeinem Film? War das... Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ah, ja. Tods Geheimnis. Südöstlich der Stadt Hermopolis liegt die Höhle eines Leoparden im Nomus Wabui. Ganz oben in seinem Revier liegt ein Ort, in dem Vögel leben sollten, es aber nicht tun. Wenn du einen Todessprung wagst, findest du mich. Hermopolis, Löwe eines Leoparden. Südöstlich. Hier? Ich glaube hier. Da könnte ich mir gut vorstellen. Und dann irgendwie hier oben und dann ist hier unten vielleicht so Todessprung oder hier. Eins, ja, irgendwie so. Gucken wir mal. Schauen wir mal. So, gibt's hier unten noch was? Ja, ich gehe mal in die Stadt. Ich gehe mal in die Stadt und danach gehe ich wieder oben
drauf, weil dann würde ich gerne in diesen Zwischengang dort reingehen und mal gucken, was es da so gibt. Wo wir jetzt oben waren. Also wenn das wirklich damals so aussah. Respekt. Dann ist wirklich schade, dass wir davon so wenig noch übrig haben, sozusagen. Gut, das ist relativ anstrengend gerade. Also das Schreien könnten wir gerne ändern. Alles andere ist irgendwie cool. Spielt denn der? Musik! Mach mich mal langsam los. Bis dann. Ja, bis dann, Matthias. Bis dann. Nein! Komm. Ja. Einfach auch das mal genießen, ne? Finde ich cool. Finde ich cool. So. Okay. Das hier oben war ja kein Leopardenbau, ne? Und das ist ja auch nicht südöstlich. Ich hab's doch extra markiert. Hallo. Na gut, kriegen wir hin. Da ist es. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ach! Ach, wie cool! Hier sind wir!
Au. Okay, der... Das kam unerwartet. Okay. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Dann... Geh mal hier. Ich glaube, ich sollte mal wieder das Pferd wechseln. So einen mehr historisch akkuraten Pferd. Theseas Olivia. Was? Naja. Von vielen Straßenplätzen und anderen nicht portierbaren Altertümern existieren vielfach nur noch Zeichnungen. Da ging eine Menge unwiederbringlich in Asuran unter. Aber das ist ja das. Das ist ja das, was ich so schade finde. Weil. Na, selbst wenn das heutzutage unpraktisch wäre oder sonst irgendwas. Aber. Schön ist es trotzdem. Ja? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Nee, hier sterben sie zuerst und fragen dann. Das ist ein Unterschied. Du da! Halt! Okay, die KI ist wirklich nicht clever. Halt! Was ist das? Bleib stehen! Was? Du kannst nicht fliehen! Das war's! Stirb! Kann ich auch gar nicht. So, kurz und schmerzlos. Belobigung vom Marchen des Fayum. Meine Gratulation an die Soldaten und Grundbesitzer von Ethesias Olivenheim. Es gab eine markante Steigerung der Olivenölproduktion infolge der zukunftsorientierten Maßnahmen, die wir den Bauern auferlegt haben. Durch den Zustrom griechischer Landbesitzer ist die Nachfrage nach luxuriösen Parfümen und Salben gestiegen. Die Produktion dieser Waren ist von unseren Oliven abhängig. Durch die harte Arbeit der Grundbesitzer wird das Fayum zu einer Region voller griechischer Kultur und griechischem Kommerz. Reichtum für alle, Sicherheit für alle Griechen, Kultur für alle Griechen, der Nomarch. Schön, wie der einfach alle mit integriert, ne? Ach, finde ich super. Dieser Nomarch, das ist ein wahrer Menschenfreund. Masse. So, was sagt die Zeit? Okay, dann sagt die Zeit, dass wir das in der nächsten Folge machen. Genau, dann gehen wir da hoch. Wir kraxeln. Kraxeln wir da hoch, oder? Vielleicht gehen wir mal den offiziellen Weg. Mal machen. Also dann gehen wir den offiziellen Weg und den Rest kraxeln wir dann wahrscheinlich wieder. Und dann, genau, machen wir erstmal die Sachen. Dann machen wir das hier unten. Dann gehen wir da hin. Dann hier drüben und da. Weiß nicht, ob wir das alles in der nächsten Folge schaffen, aber danach. Und dann gehen wir hoch. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.